Ja, herzlich willkommen zu Mungo Spielekiste, dem Landwirtschaftssimulator 2013 und der Map Hagenstedt Modified. Ja, weiter geht's. Wir sind hier immer noch an der Weizenernte und auch an der Grasgeschichte dran. Und ich denke, ich habe den Mod, der das Abladen hier verhindert hat, gefunden. Probieren wir es mal aus. Jawohl. Wir können also hier abladen. Und zwar war das der Toggle Tip Sight Mod. Also damit kann man auswählen, auf welcher Seite man abkippen möchte. Weil die drei Seitenkipper machen wir sowieso automatisch auf der richtigen Seite. Oder für die richtigen Seite. Dann kann das Ganze auch wegbleiben. War ein nettes Feature, aber müssen wir nicht haben. Vor allem nicht, wenn das solche gravierenden Fehler hier macht. Also müssen wir jetzt auch hier wieder auffüllen können. Wunderbar. Wie viel haben denn unsere Kühe schon gefressen? Oh, die haben schon eine ganze Menge gefressen. Reicht's aber. So. Der Rest geht in die Silage. Das reicht jetzt auf jeden Fall, um die Tiere 6 Tage lang zu füttern. Jetzt ist ein Rumgestänker bei den Viechern. Ne? Ich glaube, da müssen wir auch mal mähen. Stehen ja schon richtig im Gras drin. So. Dann machen wir hier mal auch unsere Häufchen. Kommen wir überhaupt hoch? Das Ganze zu verdichten. Ach, dass wir das mit dem Kleinen überhaupt schaffen. Ja, also 4% Füllung, also das ist ja. Da muss noch einiges rein. Da brauchen wir ein paar Felder, um so ein Silage-Ding voll zu kriegen. So. Ich würde sagen, dann können wir auch gerade hier das Gras sammeln. Das ist, glaube ich, angenehmer. So. Kapelle. Dafür. Ja, das Gras sammeln ist ein bisschen eintönig. So ist auch nochmal Ernte, ne? Also eins nach dem anderen. Uah. Alles kaputt fahren. Also ich fahre jetzt hier mit Höchstgeschwindigkeit. Ja, und achte Höchstgeschwindigkeit. Fast wahnsinnige Geschwindigkeit. Wer es noch kennt. Warte, warte, das ist da schon wieder voll. Für solche Aufgaben sind die schon genial. Aber auf Dauer ist der echt zu klein und zu lahmarschig. Selbst auf dem Golfplatz, da wo es hoch und runter geht, das war eine Druckerei, sage ich euch. Ja, wenn es aufgefallen ist, ich habe die Details nochmal eine Stufe höher auf Very High gestellt. Vielleicht merkt man das ja so ein bisschen. Ich hoffe, das macht den Spielablauf jetzt hier nicht alles sehr langsam oder so.
Nein, fahr. Hat sich festgebockt. Da war noch unbehaupt. Mehr gespannt, fällt mir schon ganz gut. Da gibt es auch noch eine bessere Lösung für größere Flächen, die wir ja noch nicht haben. Und später mal ein ganzes Feld als Wiese anlegen. Da brauchen wir sowas. Da gibt es dann hinten, der hat dann links und rechts, vorne dann in der Mitte. Und damit kann man auch richtig große Flächen nehmen. Oder wir nehmen halt ganz große Flächen leer, das ist dann auch noch eine Möglichkeit. Da kommen wir dann wieder in preisliche Dimensionen, die wir noch lange nicht abschätzen können. Verdammt. Gucken wir mal erst nach dem Drescher so rum. Ja, er ist fertig. Steht der Trecker. Steht am ganz anderen Ende. Ja, das ist ja gut. Mal gucken, wie wir Strom einsammeln. Ja, ganz voll kriegen wir nicht.
Feld erzeugt der mehr oder weniger einmal. Weizen und Dünsten verkaufen. Da gibt es überhaupt nicht viel für, ne? Brennerei. Brennerei gibt noch den besten. Ja, die Brennerei ist. Ja, jetzt würde ich es ja doch einlagern. Oder lohnt sich das für die Silage? Ja, oder wenn 27.000. Nee, wir müssen das Geld noch mal zur Brennerei oder zur Mühle. Mühle ist nicht ganz so weit weg und gibt nur 0,1 weniger. Dann fahren wir zur Mühle. Das macht am meisten Sinn. Ich mache schon wieder Licht aus. Ich sehe doch nichts. Könnt ihr doch nicht machen, wenn nur das Licht aus. Kirche will ich nicht kaufen, damit die Fahrzeuge auch vor Ort sauber machen kann. Uff. So, Brennerei. Da muss ich da alles mit gut drüber. Dann machen wir kurz ein kleines Feld. Fahrgasse reinfahren. Über die Brücke und rechts. Mühle kennt man. Guck, 390.000 war noch gar nicht so schlecht. Was hier passiert? Wie komme ich jetzt hier zurück? Ich kann da lang fahren. Na gut. Dann füllen wir mal da lang.
Öl hier. Also, da gucke ich mir lieber von innen an, dann sehe ich mehr. Drescher. So, na, den Motor habe ich vergessen auszumachen. Bauen wir als nächstes auch mal Mais an, dass wir dann schön häckseln können. Dann gibt das richtig gut Resinage. Auch nur 32.000. Bringt aber nichts, wenn wir da noch unterschiedliche Futtersorten haben. Also, wenn wir keine unterschiedlichen haben. Da kann man ganz gut Stroh, Gras und Silage rein. Oder Heu und Silage. Sehen, wo an diesem Hubel hier vorne noch ein Mehlwerk drin war, aber das sah, also der hat einen Fronthydraulik und das sah alles nicht gut aus, das ist glaube ich nicht so dem Original entsprechend. Wenn es danach geht, kann man nicht alles mögliche modden und auch cheaten, aber das macht dann ja auch auf Dauer keinen Spaß. So, dann können wir schon mal hier das erste Futter für die Schafe anbieten. Für die noch nicht vorhandenen. Ich denke nur kurz oder lang. Hui! Jetzt haben wir nur noch 12. 112 drin. Schafe sind nicht so anspruchsvoll, ja. Ja,
Ballenpresse oder nicht Ballenpresse. Ach, ich bin so. Hier vorne war doch auch ein Verkaufsding für. Ah, so. Ganze Grasblatt. Ach, Gras kann man ja auch verticken, gut. Zu groß für den Kleinen. So. Jetzt ist vorbei. Also. Gut. Was rein. So, wo kann ich Gerste verkaufen? 209. Auch an der Mühle. Gut. Aber das zeige ich euch dann beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen, gute Nacht da draußen, was auch immer du sein magst. Bye, bye.